Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie das Fernsehteam von Monitor nur aus dem Grund einen AfD-Stand mit Dubravko Mandic in Lörrach filmen will, um kompromittierendes Material zu filmen. Nicht um neues Material, sich irgendwie zu informieren, was ja eigentlich Auftrag der ÖR wäre, der Öffentlich-Rechtlichen. Sie stellen stattdessen die immer gleichen Fragen und warten darauf, dass Dubravko Mandic sich provozieren lässt und sie dann irgendein Material haben, mit dem sie die AfD schlecht framen können. Zunächst der Ausschnitt am AfD-Stand mit Dubravko Mandic und danach der Beitrag, den Monitor erstellt hat. Ja, so, Sie sind Frau von ARD? Genau, von der ARD. Von irgendeinem bestimmten Magazin? Vom Magazin Monitor. So, und Sie haben mir jetzt Fragen gestellt zum Ausschlussverfahren. Das habe ich beantwortet. Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, Sie haben nicht. Haben Sie Fragen zum Wahlkampf? Haben Sie Fragen zum Wahlkampf? Wie sehen Sie jetzt auf das dritte Parteiausschussverfahren? Haben Sie jetzt immer noch Fragen zum Wahlkampf oder nur zu irgendwelchen Parteiinternen? Die möchte ich nicht beantworten. Ich habe Ihnen gesagt, dass diese Ausschlussverfahren laufen. Und was jetzt? Aber wie sehen Sie die Nicht aber. Ich habe Ihnen auch gesagt, wenn Sie Fragen zu internen Vorgängen haben, dann gehen Sie dort zu Herrn Beuthen, der beantwortet sowas immer gerne, der spielt gerne den Feindzeugen, ich mache das nicht. Aber es betrifft ja auch Sie und deswegen möchte ich Sie zu Ihrer Position. Ja, aber Sie können ja nicht immer wieder das Gleiche fragen. Das sind schon haben Sie sich keine anderen Fragen aufgeschrieben? Das sind schon unterschiedliche. Sie haben ja einfach 15 Fragen zu irgendwelchen Ausschlussverfahren gestellt. Ich habe Sie auch gefragt, oder würde Sie auch vielleicht nochmal fragen, ob die ARD denn für Sie noch die richtige Partei ist? Ja, aber auch das habe ich schon beantwortet. Also irgendwie sind Sie schwer vom Begriff. Sie fragen immer dasselbe. Aber manche Äußerungen. Haben Sie keine Fragen zum Lockdown? Haben Sie keine Fragen zum Lockdown, wie wir dazu stehen? Haben Sie keine Fragen zur Wirtschaft? Haben Sie keine Fragen zur Bildungspolitik? Warum fragen Sie mich immer wieder, ob die AfD die richtige Partei ist? Naja, weil manche Äußerungen, die Sie bisher getätigt haben in der Vergangenheit auch. Welche Äußerungen? Welche Äußerungen? Vielleicht, dass die identitäre Bewegung und die AfD, dieser Unvereinbarkeitsbeschluss aus Ihrer Perspektive zu überdenken ist. Passt das noch zur AfD? Ich habe die Frage nicht so richtig verstanden. Ich habe mich so geäußert, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss überdacht werden sollte. Und das verknüpfen Sie jetzt mit der Frage, ob die AfD die richtige Partei ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Vielleicht sollten Sie die Maske abnehmen, weil man versteht sie auch kaum. Bisher haben Sie mich ja gar nicht verstanden. Nee, also ich verstehe Sie auch nicht. Ein bisschen undeutlich, ja. Falls Sie die Partei tatsächlich verlassen müssten, müssten andere Parteifreunde... Was ist, wenn Sie irgendwie das öffentlich-rechtliche Fernsehen verlassen müssten, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwann abgeschafft wird? Was machen Sie dann? Haben Sie einen Beruf erlernt? Was machen Sie dann? Wo wollen Sie dann arbeiten? Wenn Monitor irgendwie keine Arbeit mehr für Sie hat? Kann ich genauso fragen. Ja, aber sind Sie überall beliebt? Sind Sie beliebt in der Bevölkerung? Meinen Sie, die Bevölkerung möchte Ihren Job bezahlen? Meinen Sie, Ihre Arbeit ist wertvoll? Meinen Sie, Ihre sogenannte investigative Arbeit ist wertvoll? Meinen Sie, dafür gibt es eine Mehrheit in der Bevölkerung, die dafür ihr Geld freiwillig zahlen würde? Was machen Sie, wenn wir GEZ abschaffen? Was machen Sie dann? Nee, was würden Sie persönlich dann machen? Was würden Sie persönlich machen? Naja, ich würde Sie jetzt in dem Moment erstmal fragen, warum Sie denn nicht über das Parteiausschussverfahren reden möchten. Ich habe doch darüber geredet. Ich habe darüber geredet, aber ständig auf die gleichen Fragen zu antworten, ist irgendwie bescheuert. Was erwarten Sie denn von Ihren Parteifreunden und der Partei? Was erwarten Sie denn, wenn wir das GEZ abgeschafft haben? Wenn für Sie nichts mehr zu holen ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was machen Sie dann? Was machen Sie dann? Ich führe hier einen Landtagswahlkampf und den führe ich zu Ende und irgendwelche Parteiausschlussverfahren interessiert mich nicht. Aber falls Sie aus der Partei ausgeschlossen werden und vielleicht ein Landtagsmandat haben, dann ja, also Sie haben jetzt im Wesentlichen immer das Gleiche gefragt. Sie stellen keine sinnvollen Fragen mehr. Dann würde ich sagen, spazieren Sie ein bisschen noch durch Weil am Rhein, gucken sich die Gegend an. Und ansonsten habe ich hier nichts zu berichten. Und schönen Gruß an Jörg Meuthen. Das möchten Sie ja halt ausrichten. Und schönen Gruß. Schönen Gruß. Ich bin immer noch in der Partei, können Sie sagen. Ja? Und er nicht mehr so lange. Woher nehmen Sie diese Sicherheit? Ja. Er hat sich unbeliebt gemacht. Die Mehrheit steht nicht mehr hinter ihm.
Aber ist da etwas geplant aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht? Nö. Also ich plane nichts, aber es ist offensichtlich genug im Gange. Was konkret? Haben Sie sonst jetzt noch irgendwelche Fragen? Was konkret ist denn? Wenn Sie sonst keine Fragen haben, würden wir jetzt das Interview beenden. Ja? Aber das würde sonst ja gut, sonst reden wir halt über die GEZ. Waren Sie in Baden-Baden dabei? Haben Sie meine Rede dort gehört? Wie fanden Sie meine Rede in Baden-Baden? Jetzt gerade nicht zur Sache. Ja, also wir können das hier noch so weiterspielen, aber es wird dann irgendwann bescheuert. Mich würde tatsächlich interessieren, weil Sie Herrn Meuthen schon angesprochen haben. Ja, aber wenn ich irgendwas anspreche, kann es auch nicht sein, dass Sie es immer wieder ansprechen und immer wieder das Gleiche hören. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich hake ja nur nach. Nein, Sie haken nicht nach. Nee. Also es sind wirklich Fragen, die keine Fragen sind. Also vor Gericht wäre sowas nicht zulässig. Wenn man da einmal eine Frage gestellt hat, dann darf man die nicht immer wieder stellen. Ja. So. Dann danke schön. Guter Beweis. In gut 4 Wochen ist es soweit. Dann beginnt es tatsächlich, das Superwahljahr 2021 mit den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Für die AfD dürften das schwierige Wahlen werden. Zu Corona hat die Partei bisher wenig Nennenswertes zu sagen. Und dann droht da ja noch nach wie vor die Beobachtung der gesamten Partei durch den Verfassungsschutz. Alles kein Problem, sagt der Bundessprecher Jörg Meuthen. Schließlich kandidierten da ja ganz vernünftige Leute und schließlich keine Rechtsextremisten. Tatsächlich? Julia Regis, Veronik Gantenberg und Lisa Seemann haben sich in Baden-Württemberg umgeschaut, wer da so alles für die AfD kandidiert, im Landesverband der einflussreichen Landesvorsitzenden Alice Weidel. Weil am Rhein in Baden-Württemberg. Im März ist hier Landtagswahl. Am Wahlkampfstand Dubravko Mandic. Seit 2013 in der AfD, Rechtsanwalt und Stadtrat in Freiburg. Jetzt tritt er als Landtagskandidat für den Kreis Lörrach an. Erstaunlich, denn aktuell läuft gegen ihn bereits das dritte Parteiausschlussverfahren. Doch darum macht Mandic sich offenbar keine großen Sorgen. Die Kandidatur, darauf hat es jedenfalls keine Auswirkung. Ne? Also ich bin zugelassen und das wird jetzt so durchgezogen. Ne? Ja. Kurze Zeit später bricht er das Interview ab, ruft die Polizei, will nicht, dass sein Wahlkampfstand gefilmt wird. Das ist keine Pressearbeit, das ist eine Straftat, die Sie begehen. Und das werden wir auch anzeigen. Freie Berichterstattung als Straftat? Was Mandic von einer freien und kritischen Presse hält, verkündete er bereits Anfang 2020 vor dem SWR-Gebäude in Baden-Baden. Ich sage Ihnen da oben, das hier ist nur der Anfang. Wir werden Sie aus Ihren Redaktionsstuben vertreiben. Mandic entschuldigt sich später dafür. Wenig glaubwürdig. Das Video der Rede präsentiert er nach wie vor auf seinem YouTube-Kanal. Und polemische und extrem rechte Äußerungen sind bei ihm keine Ausnahme. Er gehört dem offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügel der Partei an. Beim Sport posiert er schon mal in einem T-Shirt einer Neonazi-Veranstaltung. Kampf der Nibelungen, europaweit das größte rechtsextremistische Kampfsport-Event. Wo er die AfD im politischen Spektrum sieht, macht er schon 2014 bei Facebook deutlich. Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte. Und auch seinen Rassismus versteckt Mandic nicht. Bei Twitter schrieb er etwa: Der schwarze Mensch schaut zu Weißen auf, wenn sie hart und gerecht regieren. Von all dem distanziert Mandic sich auf Anfrage nicht. Und trotzdem kann er als AfD-Kandidat für die Landtagswahl in diesem Jahr in Baden-Württemberg antreten. Dabei betonte der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen noch im Sommer: Und wenn ich jetzt die Aufstellungsversammlungen übrigens sehe, die wir überall haben für die Landtagswahlen, jetzt noch demnächst kommt Bundestagswahl, dann stelle ich fest, dass sich da praktisch überall die sehr vernünftigen Kräfte klar und deutlich durchsetzen. Sehr vernünftige Kräfte? Auch in Baden-Württemberg? Wir schauen uns genauer an, wer dafür die AfD kandidiert. 3 Beispiele. Da wäre Steffen Degler. Bei Facebook postet er ein Foto mit einem Q und der Abkürzung WWG1-WGA. Where we go one, we go all. Degler schreibt uns, der Spruch stehe für ihn, für die Einheit der Gesellschaft.
Sowohl das Q als auch der Slogan sind die Erkennungszeichen der globalen rechtsextremen QAnon-Bewegung, deren Anhänger auch beim Sturm auf das Kapitol in den USA eine entscheidende Rolle spielten. Oder Nikolaos Butakoglu, ebenfalls Landtagskandidat für die AfD. Bei Facebook lobte er noch 2016 die nationalsozialistische Ideologie. Arbeit macht frei, hat mal ein deutscher Mann, der letzte wahre deutsche Politiker mit Eier in der Hose, gesagt. Mit Blick auf Homosexuelle hieß es: Aber die Zeiten kommen wieder, wo das Ungeziefer einfach verbrannt wird. Butakoglu schreibt auf Anfrage, er lehne Extremismus ab, spricht von Fälschungen. Warum und wie sein Kanal möglicherweise gehackt worden sein soll, bleibt fraglich. Oder Christina Baum. Sie sitzt bereits im Landtag, kandidiert erneut. In einem Verfassungsschutzgutachten zur AfD taucht sie 19 Mal auf. Bei einer Veranstaltung des rechtsextremen Kompaktmagazins sagt sie mit Blick auf Migration: Und ob wir diese Wahrheit als Bevölkerungsaustausch, Umvolkung oder als schleichenden Genozid am deutschen Volk durch die Einwanderungspolitik der Grünen bezeichnen, lassen wir uns weder von den Altparteien noch von der Presse und auch nicht vom Verfassungsschutz vorschreiben. Bevölkerungsaustausch, Umvolkung, rechtsextreme Verschwörungserzählungen, auf die sich auch Rechtsterroristen wie in Halle oder Christchurch bezogen haben. Bis heute beschäftigt Baum als Mitarbeiter im Landtag Marcel G., der früher bei der NPD aktiv war. Die Kontext-Wochenzeitung zitiert 2018 aus rechtsextremen Chat-Nachrichten von Marcel G. etwa: Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Auch Marcel G. spricht von Fälschungen, bestreitet, diese Nachrichten geschrieben zu haben. Christina Baum äußert sich zu ihrem Mitarbeiter nicht. Extrem rechte Kandidatinnen und Kandidaten, was heißt das für die Gesamtpartei? Gemäßigte jetzt in der AfD in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt nur diejenigen, denen mehr oder weniger egal ist, ob sie als rechtsextrem eingestuft werden oder nicht, oder die gar nicht umhin können, als rechtsextrem eingestuft zu werden, und denjenigen, die da noch einen Ruf zu verlieren haben und sich Sorgen machen um einen Teil ihrer Wählerschaft und deswegen taktisch zurückrudern. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen stellt das ganz anders dar. Er betont immer wieder, wie strikt die AfD sich von Extremisten abgrenze. Da haben wir sehr rigorose Maßnahmen. Wer etwa nicht fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, der hat bei uns keinen Platz unterm Dach und der fliegt auch raus. Klingt nach hartem Durchgreifen. Aber wie die AfD tatsächlich gegen Rechtsextreme in den eigenen Reihen vorgeht, zeigt der Fall Dubravko Mandić geradezu exemplarisch. Schon 2014 soll Mandić unter anderem wegen rassistischer Äußerungen aus der Partei fliegen. Doch ein Jahr später stoppte Meuthen das Verfahren. Aus heutiger Sicht sei das ein Fehler gewesen, schreibt er uns auf Anfrage. Noch 2018 beim Treffen des Flügel hatte Meuthen aber offensichtlich kein Problem damit, sich von Mandić für dessen YouTube-Kanal interviewen zu lassen, findet lobende Worte für ihn. Sie arbeiten hier, sie leben hier, sie tragen zur Wertschöpfung bei, sie sind rechtstreu. Sämtliche Ausfälle von Mandić anscheinend egal. Erst 2020 kommt es zum zweiten Parteiausschlussverfahren. Der Hauptgrund? Mandićs öffentliche Angriffe gegen Meuthen. Denn Meuthen wendet sich mittlerweile gegen den Flügel. Und genau in dem ist Mandić gut vernetzt. Doch auch dieser Parteiausschluss wird abgewendet. Dieses Mal vom baden-württembergischen Landesvorstand, an dessen Spitze Alice Weidel. Der Politikwissenschaftler und AfD-Experte Wolfgang Schröder ist sicher, dass Weidel den Parteiausschluss Mandićs aus machtpolitischen Gründen abgewendet habe. Die Funktion von Frau Weidel basiert auf der Macht des Flügels. Und wenn Frau Weidel die Schutzrolle gegenüber dem Flügel verletzt, ist auch ihre eigene Machtrolle nicht mehr existent. Insofern ist die Auseinandersetzung um Herrn Mandić auch eine Auseinandersetzung um die Macht, den Einfluss und die Position von Frau Weidel. Auf Anfrage erwidert Weidel, der Vorwurf sei haltlos. Die Entscheidungen seien sehr gründlich und aufgrund objektiver juristischer Gutachten getroffen worden. Fest steht, der Landesvorstand folgte dem Gutachten eines flügelnahen Anwalts,
beschloss lediglich eine 2-jährige Ämtersperre für Mandic. Und auch die ist noch nicht rechtskräftig. Mittlerweile läuft das 3. Parteiausschlussverfahren gegen Mandic. Wieder wegen öffentlichen Angriffen gegen die eigene Partei. Doch auch das noch ohne Ergebnis. Für Mandic ändert sich nichts. Wahlkampfauftakt in Freiburg am vergangenen Wochenende. Draußen wird gegen die AfD und Mandic demonstriert. Drinnen soll er später gemeinsam mit anderen AfD-Landtagskandidaten auf dem Podium stehen. Auch der Landesvorstand ist vertreten. An Mandic scheint sich niemand zu stören. An unserer Berichterstattung dagegen schon. Als Mandic mit einer halben Stunde Verspätung bei der Veranstaltung auftaucht, sollen wir den Saal verlassen. Sie diskutieren nicht mit den Hausherren über die Rechtslage. Wir haben erstmal Hausrecht und Sie müssen folgen. Wenn Sie sich beschweren wollen, bitte bei der Polizei, sonst wo, aber hier nicht. Die Polizei sagt, dass wir hier bleiben dürfen. Sie können eine Anzeige erstellen, wenn wir Sie hier nicht reinlassen. Was für dein Hausrecht bekommen? Kritischer Journalismus. Für die AfD offenbar nach wie vor ein größeres Problem als extrem rechte Landtagskandidaten. Strafanzeige will der AfD-Kandidat Mandic also gegen uns stellen. Soll er mal. Wir sehen dem mit großer Gelassenheit entgegen. Wir halten nämlich viel von Meinungs- und Pressefreiheit in diesem Land. Monitor behauptete, Dubravko Mandic habe nach kurzer Zeit das Interview abgebrochen. Sie suggerieren damit, dass es wäre vielleicht 30 Sekunden gegangen oder eine Minute und dann hätte Dubravko Mandic es abgebrochen. Man erkennt aber in Wahrheit, das Interview ging mindestens 5 Minuten lang und nach Angabe von Dubravko Mandic, glaube ich, ging es eine Viertelstunde. Kann er ja noch korrigieren. Mehr als 5 Minuten kann man nicht nach kurzer Zeit nennen. In dem Beitrag vom Monitor, es war wirklich schwer zu ertragen. Dubravko Mandic wurde vollkommen entmenschlicht und es wird deutlich, mit welcher kaltherziger Absicht die Leute an den Stand gereist sind. Sie sehen eigentlich Dubravko Mandic gar nicht als Mensch an, sondern als Objekt, wie so ein Feindobjekt, bei dem man probiert, ihn ja, zugrunde zu richten. Was kann man jetzt dagegen machen? Ich halte es für einen Fehler, persönlich natürlich, im Nachhinein sagt es sich immer leicht, aber man sollte das nicht übergehen, sondern man muss sich dem stellen. Weil, realistisch betrachtet, jeder, der diesen Beitrag gesehen hat, jeder, sag ich mal, Mitläufer und uninformierte Bürger, bei dem setzt sich die Hetze im Kopf fest, in deren Augen wird Dubravko Mandic vollkommen unmöglich gemacht. Er braucht sich gar nicht mehr blicken lassen. Ich glaube, er selbst will das gar nicht wahrhaben, so richtig, weil er sagt dann, ja, Meuthen kommt nicht besonders gut weg. Aber de facto ist es so, Meuthen steht halt so da als der Wendehals, der halt solche Unmenschen, weil Dubravko Mandic wird als reiner Unmensch dargestellt, der halt sowas toleriert, um Stimmen zu sammeln. Also die AfD, die Guten in der AfD, sind eigentlich in Wahrheit auch nicht gut, weil sie solche Untermenschen, so wird er dargestellt. Solche, ja, man kann schon sagen, die Linken würden jetzt behaupten, der Mob. Also ist im Grunde oft das Schlimmste, werden hier Teile der AfD und Dubravko Mandic entmenschlicht, einseitig negativ dargestellt. Auf trickreiche Weise, dazu gleich mehr. Jedenfalls werden diese Leute vollkommen entstellt. Was kann man jetzt dagegen machen? Aus meiner Sicht, man muss diese Vorwürfe aufgreifen, als zum Beispiel bei Mandic mit dem T-Shirt, egal wie er es aufgreift. Er sagt halt, ja gut, es war vielleicht, er kann auch sagen, es war nicht besonders toll mit dem T-Shirt. Der Fehler ist zu sagen, man hat eine lupenreine Vergangenheit, im Zweifel. Weil man muss jetzt erstmal verstehen, man muss sich mit diesem Monitorbeitrag auseinandersetzen. Ein Fehler ist das, weil es unangenehm ist, dem aus dem Weg zu gehen. Worin besteht der Trick bei diesem Beitrag? Es ist die Unausgewogenheit. Das Unausgewogene hervorheben und das Unausgewogene verschweigen. Es werden jetzt alle Schwächen, die irgendein AfD-Mitglied, ich meine, es gibt ja 35.000 AfD-Mitglieder, glaube ich, da sucht man jetzt die hier raus, wo man irgendwas findet und stellt das ganz groß hin. Im Gegenzug
macht Monitor das bei den Altparteien nicht, besonders bei den linken Parteien. Dort wird das unter dem Teppich gehalten. Wir kriegen ja das Allerwenigste mit. Also wir kriegen dann vielleicht mit, zufällig kommt dann mal so ein Schnipsel wie vom linken Kreisparteitag, wo dann Rieksinger sagt, die Reichen sollten erschossen werden. Rieksinger sagt, sie sollten vorher noch arbeiten. Das haben wir durch Zufall rausbekommen. Das ist eine ganz andere Liga. Das war ja dieses Jahr. Jetzt finden diese Leute von ganz vielen Mitgliedern irgendwelche Schnipsel in der Vergangenheit. Ich behaupte mal, bei jedem Menschen würde man irgendwas Negatives finden, was man hervorheben kann. Und genau das muss man dann benennen. Das heißt, Dubravko Mandic würde sich jetzt hier verteidigen, sagt dann vielleicht auch, ja gut, mit dem T-Shirt, das war vielleicht dieses beste T-Shirt, was ich anhatte. Kann sich auch entschuldigen, kann sagen, ja, ich habe jetzt hier das und das falsch gemacht. Aber dann geht er gleich in den Angriff über und sagt, jetzt kommt das Entscheidende. Monitor täuscht und hetzt, indem sie es bei mir und bei ein paar anderen ganz groß hervorheben und bei den Altparteien eben nicht. Und da gibt es sehr wohl Belege, die das zeigen, wie mit dem linken Kreisparteitag. Aber ich habe auf meinem Kanal zum Beispiel auch noch andere Beispiele, wo eben bei der AfD diese Dinge aufgegriffen werden und bei den anderen nicht. Im Grunde, man muss sich nur genau den Monitorbeitrag anschauen. Also beim ersten Mal konnte ich es auch kaum ertragen. Und beim zweiten Mal habe ich dann gesehen, diese Tricks, halt diese typischen Tricks mit dem Hervorheben. Und dann ist es auch ganz trickreich, werden Verbindungen geschaffen. Also zum Beispiel nennen sie QAnon rechtsextrem. Und rechtsextrem ist natürlich gleich Nationalsozialismus. Also wird sozusagen QAnon und Nationalsozialismus gleichgesetzt. Und auf diese Weise schaffen sie Verbindungen. Also schaffen sie Verbindungen zum Negativen von Mandic und der AfD. Und das ist der Zweck. Und indem man diese ganzen Stilmittel, man kann sich das genau angucken, man diese ganzen Propagandamittel beleuchtet und sagt, hier, ich habe jetzt hier die Fehler gemacht, oder ich habe das, oder man erklärt das, dann sagt man aber gleichzeitig, Monitor beleuchtet es bei mir ganz stark, benutzt die und die Propagandamethoden, schafft die und die Verbindungen, macht es aber bei den Altparteien nicht. Und wir haben hier bei den Altparteien dies und das Beispiel, das ich jetzt persönlich kenne. Wahrscheinlich gibt es viel mehr, das müssten eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen rauffinden, aber wir kennen jetzt schon hier diese extremen Beispiele mit dem linken Kreisparteitag. Monitor geht dem überhaupt nicht nach, arbeitet das überhaupt nicht auf, sondern nur bei uns. Und wenn die Leute dann das hören, dann denken sie auch drüber nach und dann merken sie, okay, ja, das stimmt. Und dann, wenn man sich dann den Beitrag anguckt, auch mit den ganzen negativen Zitaten, dann werden sie unter einem ganz anderen Licht gesehen. Natürlich sozusagen führt der Monitor den Beweis. Ja, wir haben hier die ganz schlimmen Zitate. Es kommt natürlich auch der Trick, erst wird das Zitat genannt, dann kommt das Dementi von demjenigen AfD-Abgeordneten, der dann gesagt hat, ja, das wurde gefälscht, das habe ich nicht gepostet. Da wird es immer so hingestellt, naja, der sagt es zwar, aber er meint es in Wahrheit gar nicht so. Es wird ja immer, da ist immer die Unterstellung drin. Ah ja, die AfD da oberflächlich entschuldigen sie sich dann oder sagen, es war gar nicht so oder es war dann irgendwann in der Vergangenheit. Und es wird ja suggeriert, ah ja, das sind ja eigentlich in Wahrheit alles Nazis. Die sagen jetzt oberflächlich so, ja nee, wir sind gar nicht so, aber in Wahrheit sind es alles Nazis. Und dem, genau das greift man auf und sagt, ja, ihr greift es hier auf, ihr stellt uns so hin, ihr erweckt den und den Eindruck. Das ist unredlich. Ihr seid die Öffentlich-Rechtlichen, ihr habt eine anständige Berichterstattung zu machen. Spiegel Online, Welt, die sind privat, die können machen, was sie wollen. Ist moralisch, natürlich ist das, ja, aber gut, wenn sie damit ihr Geld verdienen und es genug perverse Leute gibt, die sowas toll finden. Okay, aber ihr seid die Öffentlich-Rechtlichen, ihr werdet von Gebühren finanziert, die jeder bezahlen muss, ihr dürft sowas nicht machen oder ihr macht sowas. Und dann stellt man aus der Verteidigung heraus, stellt man diese Berichterstattung in den Mittelpunkt. Und damit, indem man eben sagt, ja, jeder hat Fehler, ich habe vielleicht auch Fehler gemacht, aber es ist ungerecht, wie stark meine Fehler in den Mittelpunkt gestellt werden und bei anderen nicht, dadurch kommt man dann in die Offensive und richtet das Licht auf Monitor. Wenn man es jetzt ausschweigt, dann bleibt der Dreck hängen. Das kann man nicht ignorieren. Deswegen halte ich es für einen Fehler. Natürlich möchte man es erst nicht sehen, es ist unerträglich. Also als ich diesen Monitorbeitrag das erste Mal gesehen habe, man möchte einfach nur abschalten, es widert einen einfach nur an. Aber man muss diesen Dingen ins Auge sehen. Man darf nicht abschalten, man muss sich dem stellen. Natürlich, klar, jetzt, es macht natürlich jetzt gerade für YouTuber wie mich, macht das jetzt Sinn, ich kann euch das dann allen präsentieren. Aber auch AfD-Verantwortliche sollten sich mit diesen Beiträgen genau auseinandersetzen
und dem nicht aus dem Weg gehen, sondern man muss wissen, was los ist. Und dann greift man das auf. Die Linken, wie beim Monitor, die Linken in Anführungszeichen, sie halten sich für genial. Im Moment. Sie denken, sie können mobben und hetzen und wir können sie dafür nicht dran kriegen. Wir können das nicht verbalisieren. Es ist aber in Wahrheit eine große Fahrlässigkeit, schon in der Vergangenheit diese Leute nicht ernst genommen zu haben. Ihre Hetze, das abzutun, das sind halt Journalisten, die machen das halt so. Nein, das macht man nicht so. Das ist unredliche Hetze und diese Leute muss man ernst nehmen und man muss sie stellen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.